So, weiter geht's heute mit FIFA und ich schau mal, was heute so passieren könnte. Weil, ja, es kann ja heute sein, dass es nur wieder Transfers gibt, aber ja, hab's was, 17 Spieler sind absolviert, wir haben 43 von 51 möglichen Punkten geholt. So, Transferangebot für Vela Kotschap. 7,7 Millionen wollen sie in Haaren bieten. Warte mal, da ist noch mehr reingekommen. 4,9, 5, irgendwas. Delegieren. Mindestverkaufssumme 12. Mehr brauche ich nicht gerade zu sagen. So, gucken wir mal, was passieren wird in der neuen Saison, im Wintertransferfenster. So, gucken wir mal. Da war noch ein anderer Name. Der. Philipp Max, wo ist denn der? Da ist er. War schon 30, ja. In Transferzentrale vermerken. Ja, gut, wir sind in Saison 4, ne? Nur so nebenbei. Klar, dass die Spieler natürlich ein gewisses Alter schon haben. Es kann, wie gesagt, heute passieren, dass wir da nur Transferfenster sehen heute. Aber es passiert halt. Ist ja eh nicht mehr so lange. Ich weiß nicht, ob das Stuttgart-Spiel noch mit drin wieder reinkommt. Was noch passiert, wie gesagt, Fakt ist, dass Kolasinac den Verein verlassen wird. Und da müssen wir halt gucken, was noch passieren wird. Wer da noch so gehen wird. Nee. So. Also, man sollte auch auf weiter drücken. Ich stehe schon verloren. Ja, bestimmt wieder Coach habt, der bestimmt jetzt sagt, ne, ist zu teuer. Ja, natürlich. Welche eine Überraschung. Welch eine Überraschung. Jungs, weg. Oh, Solo Game. Ich war voll. Gucken wir mal gerade wegen der Jugendakademie. Wer ist der Sebastian Severin Meyer? So wie Profi befördern. Na, dann hauen wir mal hoch. Komm. Nächste Jugendspieler wird weg. Wieso wollen die denn alle gehen? Frederik Bühler. Rechtsverteidiger. Ja, soll er gehen, mein Gott. Who cares? 68er Potenzial, das brauche ich nicht. Tut mir leid. So. Geht jetzt gleich weiter im Jahr 2024. Das erste. Ja, wichtige Info zum Transfermarkt. Da ist wieder. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir ein bisschen Kohle auch durch den. Oh ja, die sind alle schon weg, die Spieler. Sind einige jetzt gegangen gerade. Ich habe jetzt gerade einige Nachrichten reingekriegt. 6 Stück sind es jetzt. Kone wurde ausgeliehen. Nach Sheffield. Kolasinac. Grön. Duarte. Ja, sind jetzt wie gesagt einige Kandidaten. So, ich versuche jetzt gerade mal noch nachzuverpflichten. Ich gucke mal gerade, was die Finanzen gerade sagen. Transferbudget 44 Millionen. So, ich gucke mal gerade. Auf meine Wunschliste. Transferzentrale. Das war der Plan. Oder? So, gucken wir gerade. Wer so können den Club verstärken könnte. Robin Gosens wird wahrscheinlich den. Gehen wir mal kurz rein, ob wir ihn kriegen. Wäre cool. Weil es ist eigentlich kein schlechter. Und ich brauche ja dringend jetzt nochmal einen Linksverteidiger. Da machen wir heute ein bisschen Transfers. Komm. Die Frage ist, ob er kommen wird. Für die Kohle. Aber ich versuche die Kohle direkt. Ich denke mal nicht, dass er so für das Geld. Ich bin bei 27 Millionen. Vielleicht sagen sie, ja, ist okay. Dann hätten wir noch 17 Millionen. Da könnte man nochmal versuchen nachzuverpflichten. Aber wie gesagt, vielleicht. Ich denke nicht, dass er kommen wird für die Kohle. Dass sie sagen, das ist definitiv zu wenig. 41,7. Ich gehe mal hoch auf 30.
Beziehungsweise ich gehe mal hoch auf. Ich gehe mal hoch Richtung 35. Das ist natürlich mehr Geld, als ich jetzt irgendwie ausgeben wollte. Und immerhin ist er schon 29, ne? Okay, das ist mein Angebot. Ja komm, machen wir 36,7 und dann passt das. Dann haben wir zumindest einen guten Linksverteidiger noch verpflichtet. Und dann machen wir den Deal zu. So, dann delegieren. Quatsch, nicht delegieren, wir verhandeln. So, wir verhandeln das ganze Ding. Weil ich will die dann auch komplett alles zumachen. So, natürlich können wir das akzeptieren. Das können wir jetzt ein bisschen. 3 Jahre. Freigabesumme können wir übergehen. Brauche ich nicht. Gehalt. Einstiegsbonus. Ernsthaft, jetzt wegen dem scheiß Gehalt? Ach Leute, geht mir auf den Sack. Gut, dann müssen wir es anders richten. Hm. 52 Millionen. Das ist ein doofen 49, irgendwas. Ja, ich brauche dringend irgendwie einen Linksverteidiger. Und aber jetzt die Alternative wäre jetzt auf Grün Gosens gefallen. Der wird wahrscheinlich nicht kommen, oder? Vielleicht kriege ich von der Alternative her ein bisschen billiger. Ja. Ich würde insofern eigentlich wollte ich nicht ausgeben. Dann gebe ich mal 20 aus. Dann beende ich halt die. Dann beende ich diesmal die Idee. Schade, nicht ging gerade den großen Server. Na gut. Ja, wobei, ja gut. Ich gucke, ob ich den vielleicht für 30 bekomme. Ich bleibe da. Eigentlich würde ich ihn gerne für 30 verpflichten, weiterhin. Gegenangebot. Neue Transferangebote sammeln. Ja, ich muss eigentlich links verpflichten, aber wie gesagt, falls da noch irgendwas kommt. Gut. Wunsch muss ich verhandelbar, aber ja. Na gut, okay. Na, dann schmeiße ich mal gleich einen anderen Namen rein.
So. Drei Jahre. So, mal gucken, was da kommen wird. Coutinho kommt. Für den Fall, dass Del Rosso den Verein verlässt. Mal gucken, was noch passieren wird. So, jetzt muss ich noch gucken, dass ich irgendwie versuche, noch einen Linksverteidiger verpflichte. Gucken wir mal aus Deutschland. Oder ein Sechser halt, ne? Aber gut, ich brauche eigentlich. Ja, ich versuche mal, ob ich was kriegen kann. Weil theoretisch kann ich auch mit Mergan oder so auf der Position spielen und dann bleibt hinten. Ja, ich versuche es. Mal gucken, was möglich ist halt, wenn uns. Mittelfeld. Was habe ich gesagt? Ne, defensiv, Linksverteidiger, ne? Suche starten. Gucken wir, was wir da so haben. €30 Millionen. Ich habe irgendwas mit 15 noch oder so. Nico Schulz, Jérôme Rousselon. Ja, die haben alle so komische Freigabesummen, die ziemlich teuer sind. Bona Sosa, der wird wahrscheinlich nicht für die Kohle kommen. Gucken wir mal, ob er kommen würde. Mit jeder Wette, dass er nicht kommt. Dass er nicht für die Summe kommt. Bin ich mir ziemlich sicher. Der steht jetzt auf und geht. Bin ich mir fast sicher. Oh, doch noch. Okay. Das wäre natürlich ein Deal, wenn der kommen würde. Weil die Bayern ja angeblich an ihm dran sind. Aber wenn ich den jetzt kriegen kann. Weil dann habe ich nämlich dann habe ich meinen Linksverteidiger. Und dann habe ich mit Coutinho noch einen guten Zehner verpflichtet zusätzlich. Vier Jahre. Freigabesumme übergeben. Ja, komm, akzeptiere. Und dann haben wir tatsächlich unseren Linksverteidiger verpflichtet. Und mit Bona Sosa definitiv ein guten junges Talent. So. Teamzentrale. Na, kann die 5 behalten. Na, dann behalte er die 7. Ist okay. Dann setze ich einen Ludewig auf die 10. Für Meier auf die Position geht mir mit Sosa definitiv jemand. Gut.
Coutinho, wie gesagt, ist ja einer, der ziemlich alles spielen kann. Und deswegen bin ich ja ziemlich froh, dass ich ihn gerade jetzt habe. So. Ja, da muss ich wahrscheinlich mit Kobylanski. Muss ich Kobylanski wahrscheinlich sogar abgeben. Der wird wohl kaum sagen. Die Frage, was er bringen würde. So. Wie spät haben wir es? Guck mal auf die Uhr. Gut. Dann machen wir, würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei FIFA und dann geht es weiter wahrscheinlich mit den Transfers.